Ich bin zu weit weg. Ja. Leider. Leider sind wir zu weit weg. Verlust und Untergang, naja. Gut. Immer gespannt, wie ob wir jetzt genug Level haben für alle Missionen. Ja, also ich würde sagen, wir sollten uns darauf konzentrieren. Hm? Also. Also ich glaube. Ich sage jetzt einfach mal ganz böse, dass wir da nichts mehr weiter verpassen würden. Weg. Genau, trocken und tadellos. Also glaube ich nicht, dass wir da jetzt weiter viel verpassen würden, wenn wir da jetzt ein bisschen Hackengas geben. Also jetzt nicht durchrennen, aber ja, uns ein bisschen mehr auf die Hauptstory konzentrieren. Dumm, dumm, normalen Tempo, ne? Ich meine, es ist bei Open World Games dann meistens durchrennen. Also, das heißt durchrennen, ne? Also jetzt nicht in die Messe jetzt, wir will jetzt ja die Cutscenes und drüber springen, rennen und nichts mehr angucken. Aber. Ich glaube, dass. Oh Gott, dann wäre da. Wie der RDA hieß hier. Oh, scheiße. Weil. Das ist ja irgendwie so, dass die Hauptstory das ist, was die Lebensmissionen aussieht. Also, man. Also, ne? Ein bisschen. Okay. Wie schnell läuft ihr da nicht? Okay, wie schnell läuft der Leute? Schleier, was ist das denn? Danke für die Gaben. Na, danke. Danke, dass du dich angekotzt hast. Vielen Dank. Ja, Freunde, muss ich sagen. Danke. Immer wieder gern. Ich möchte mich gerne mal bedanken. Und meinen Dank auszusprechen, bedanke ich mich bei meinem Freund fürs Ankotzen. Junge, du hast echt einen Knall, ne? Mal für die Viecher verstehst, bei diesen komischen. Und ehrlich. Scheiß drauf. Wo muss ich denn hin? Ah, da. Oh Gott, wo bin ich denn? Warte mal. Okay, dann mal hoch. Nein! Kein Weg, oder? Ist das ein Weg? Ist ja der Skyrim-Trick, oder wie? Ich glaube, geht der hier auch. Ey. Wenn da mit der Aira wäre es ja gar kein Problem, aber nein. Das geht ja nicht, weil. Ah. Weil. Ah, was weiß ich. Scheiße. So, runter. Ah, da oben. Ey, wenn man dann nicht kurz mehr AWA hier machen kann, ne? Das wäre geil. Aber nein, 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 das muss ja alle. Oh, Junge! Bist du fett oder was? Oh, bin ich wieder hier. Mhm.
Oder ist hier mit dem Höhleneingang? Na. Ach, Junge. Ach. Oh, Scheiße. Zu weit weg für sie. Ah, toll. Oh, was weiß ich, wo man da lang muss. Ach, Mensch. Hätte ich das nicht einmal schenken können? Oh, Junge, was weiß ich denn, wo es da lang geht? Och, Leute, als... Wer hättet ihr denn... Dann geh ich mal hier lang, vielleicht geht es ja hier lang, richtig. Ich komme jetzt hier irgendwie daran vorbei. Und da geht's nicht. Da geht's nicht, leider. Ah, da scheint es nochmal weitergehen. Ah, oh, oh, Mensch. Ja, da geht's geil. Ja, schön. Boah, aber so ein Prachtexemplar. Hey, wollen wir mal? Pisst euch, ja, wir wissen nicht, wer hier der Boss ist. Oh, wenn die mich jetzt umrempeln, ne? Hm. Ah, tun die, ist ein bisschen lieb. Ah, Leute. Alter, was habt ihr denn hier für Wege, sag mal. Habt ihr denn hier für Wege? So, hallo. Da bist du ja. Priya hat mir von deiner Flucht erzählt. Deine Navi-Instinkte waren hilfreich. Es tut gut, dich zu sehen, Sotlek. Ich lebe noch. Dank Billy. Er ließ sein Leben für mich. Uns. Der Idiot ließ mich ihn nicht retten. Er ist nun bei seinen Ahnen. Bestimmt. Aber ich wünschte, es wäre anders. Ja, aber ich bin froh, dass du da bist. Unverletzt, hoffe ich. Der verhangene Wald ist tückisch. Der Nebel hier kann tödlich sein. Kommt wohl von der RDA. Die vergiften alles. Auch hier. Hoffentlich sind wir hier sicher. Für eine Weile. Ich ruhe nicht, bis die Himmelsmenschen für ihre Taten bezahlen. Wir haben so viele verloren. Hoffentlich werden es nicht mehr. Mache mir Sorgen um Nor. Er war unruhig vor der Explosion. Beschuldigte Alma. Hat er was zu dir gesagt? Nein. Aber ich sehe die Dunkelheit in seinen Augen. Sein Groll frisst ihn auf und alles, was noch wie an ihm ist. Er ist an einem schlechten Ort. Kannst du mit ihm reden? Ehrlich gesagt, will ich nicht, dass es mir auch so geht. Wenn ich aufhöre zu denken, wird mein Hirn von zu vielen schlechten Erinnerungen überflutet. Mhm. So schön, dich zu sehen. Ich kann dich... Du lebst noch. Ja,
Wie geht es dir? Ganz ehrlich, nicht gut. Kaum noch Verpflegung. Und es macht mich nervös, mitten im Kamet-Ire-Gebiet zu sein. Warum? Sind sie gefährlich? Salt Lake sagt, sie mögen keine Fremden. Und laut Arma kann man ihnen nicht trauen. Und warum? Ich hätte fragen sollen, aber ich denke jetzt erst daran. Vielleicht nur ein Gerücht. Oder sie mögen keine Menschen. Vielleicht. Hast du über Daylan nachgedacht? Ja. Geben wir ihm etwas Zeit. Aber Nor muss es nicht wissen. Er ist schon aufgekratzt und das würde es noch schlimmer machen. Ist Lügen denn nicht noch schlimmer? Nur für jetzt. Bis wir es unter Kontrolle haben. Okay. Ich sehe nach Nor. Jemanden zu verlieren ist nie leicht. Glaub mir. Nur das Vermissen lässt irgendwann ein bisschen nach. Ja, das stimmt. Meistens kann man die Menschen nicht vergessen, oder wenn besonders Lia mehr netter Mensch war. Vergisst man, kann man nicht vergessen. Aber das soll man ja auch gar nicht. Man soll ja eher nur damit lernen, damit umzugehen. Schau mal die Waffe wieder an. Hier, sieh dich gerne um. Immer alles scheiße. Ja, was Vernünftiges. Irgendwie. Scheiße, Müll, Kacke. Müll, Kacke, 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 Kacke. Sehr gut. Denk daran, ziel niemals auf dich selbst. Was ist das denn für ein blöder Spruch? Oh, du bist in Sicherheit. Aber wir müssen reden. Hey, wir haben unzählbar viele Verletzte. Wir brauchen... Alma, ist sie... Sie ist stabil. Mehr können wir gerade nicht tun. Sie hatte große Schmerzen. Wir haben sie sediert. Wird sie es schaffen? Sie muss, aber ich bin keine Expertin für Navi-Physiologie. Hajir wüsste, was zu tun ist. Ich kann nach ihm suchen. Hajir ist tot. Oh nein. Hajir auch? Das tut mir leid. Wie ist das passiert? So viele Opfer. Kann ich denn irgendetwas tun? Ich weiß nicht, es ist komplex. Diese Lungenverbrennungen sind schwer zu behandeln. Unsere Medikamente helfen kaum. Alle leiden und ich kann nicht helfen. Soll ich nachsehen? Vielleicht finde ich etwas Nützliches. Ja, vielleicht. Ich glaube, Nor hat geholfen. Er schleicht irgendwo da hinten rum. Ich muss mich um Alma kümmern. Sorry. Und gut. Verlust und Untergang abgeschlossen. Nice. Kamet-Ire. Neue Quest, die Last teilen. Auch Level 12, okay. Diese Verbrennungen in der Lunge sind schwerwiegend. Ich will ja keine Panik auslösen, aber wir haben nicht genug Medizin. Carbone, klar, naja. Okay, das ist wohl die Nebenmission, die Hauptmission, okay. Ja. Ja. Gut, Leute, dann würde ich aber auch sagen, das würde ja hier wunderbar passen, im Skillpunkt, geil, dass ich jetzt hier ein kleines Folgenpäuschen mache, aber wenn wir einen neuen Widerstand, dann können wir jetzt hier beim nächsten Mal weitermachen. Und ich danke, wie immer, fürs Zuschauen und fürs mit dabei sein. Ich hoffe, dass euch die Folge oder diese Aufnahme ist wieder gefallen hat. Und ja, das ist heute wieder gut funktioniert. Also man muss sagen, das ist jetzt ganz minimal jetzt aber nur noch. Also jetzt ist es vollkommen okay, jetzt buggt es ja auch nicht mehr. Das war wohl am V-Sync, aber dann merkt man wieder daran, wenn man ein Spiel doof einstellt, dann kann es zu Problemen führen. Gut. Jetzt ohne V-Sync geht's viel besser. Super läuft es. Gut, Leute. Ich danke. Ich will mich einmischen, aber ich mache mir Sorgen, dass Rinella sich übernimmt. Sprichst du mit ihr?
Das sind Animationen zu dem. Okay. Ja. Dann würde ich sagen, ich danke wie immer fürs Zuschauen mit dabei sein. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Beim nächsten Mal geht's weiter. Also morgen um 19 Uhr könnt ihr die nächste Folge von Avatar Frontiers von Pandora erleben. Wir werden jetzt auch nur die Hauptmission und ein bisschen neben hier die Last können wir ja noch machen. Aber dann schon die Hauptmission noch machen, weil ich glaube, ist auch okay. Ich glaube, es ist okay. Gut, Leute. Wir sehen uns. Bis dann noch rein. Tschüss, bis dann. Ciao.